Kooperation, die, aus dem Lateinischen cooperatio, beschreibt das zweckgerichtete Zusammenwirken von Handlungen zweier oder mehrerer Lebewesen, Personen, Systemen oder Unternehmen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und genauso denkt auch die OMV. Dadurch schaffen wir starke Lösungen für alle Herausforderungen, sichern die Energieversorgung und stärken das Vertrauen in Österreichs internationale Wirtschaftsverbindungen. Und warum brauchen wir eigentlich einen Partner, wenn wir Gas vor der Küste Norwegens fördern? Schon geografisch ist es für die OMV von Vorteil, wenn wir bei der Erdgasförderung in einem fremden Land mit den lokalen Profis kooperieren. In Norwegen ist das beispielsweise die Statoil. Da hat die OMV einen starken, innovativen und verlässlichen Partner gefunden. Der Austausch von Know-how ermöglicht es der OMV und ihren Partnern, gemeinsame Ziele zu erreichen. Diese Zusammenarbeit ist ein Eckpfeiler dafür, um Mehrwert für Österreich zu schaffen. Klingt optimal. Und wie geht es weiter? Um das Gas dann auch von der Nordsee nach Österreich zu bringen, bedarf es eines Zusammenspiels vieler verschiedener Faktoren. Förderung, Transport, Verteilung, Speicherung und vieles mehr. Das Funktionieren dieser Faktoren ist die Voraussetzung für die Sicherung der Energieversorgung bei uns daheim. Unsere Partnerschaften sind dabei die unbedingt notwendigen starken Verbindungen. Somit hat es Österreich selbst an den kältesten Tagen schön warm. Die OMV baut also auf stabile Kooperationen, genauso wie es in der Begriffsdefinition von Kooperation beschrieben wird. In einer Welt, die immer komplexer und international vernetzter wird, wo tägliche Herausforderungen das Handeln bestimmen, werden Partnerschaften dieser Art immer wichtiger. Damit sichert die OMV die Energieversorgung Österreichs. Heute und morgen.